Dass ihr dabei seid, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich, wie versprochen, nochmal was mit diesen Tabletts mit dem Metallständer. Die erste Variante habe ich fertig, eine kleine Variante habe ich auch schon fertig und eine mache ich dann noch mit euch fertig. Das ist die Variante 1, ging ganz schnell. Ich habe einfach so einen künstlichen Eukalyptuszweig. Ich traue mich das nicht, den abzuschneiden und habe den jetzt einfach den Stiel mit so einem Trockenmoos umwickelt und den ganz locker einfach auf das Tablett gelegt. Meine geliebten Drahtkränzchen auch einfach so dazwischen. Die Flaschen habe ich angesprüht. Das waren mal grüne. Damit hatte ich ja auch schon eine Dekoration gemacht. Da könnt ihr natürlich variieren, weil ich finde es absolut klasse. Spray nehmen, draufsprühen, Farbe variieren. Passend dazu auch die Zweige. Dann habe ich noch so ein Deko-Accessoire dran gehangen und einfach noch so ein Windlicht. Das ist jetzt meine erste Variante, die stelle ich zur Seite. Da gehen wir nachher eh nochmal mit dem Video rüber und dann könnt ihr es nochmal genauer anschauen. Das zweite ist was mit Pflanzen. Und zwar Mühlenbeekje. Das ist jetzt meins. Ich liebe Mühlenbeekje. Brauchen halt regelmäßig Wasser, sollten nicht vertrocknen und da gehen auch andere Varianten. Ich habe, also oder eine Sukkulentenpflanze. Ich habe jetzt einfach so zwei Dekorationsgläser von mir genommen. Jetzt nichts Hochwertiges, ihr könnt da auch vielleicht irgendwie ein Einmachglas oder was ihr sonst noch findet, was jetzt nicht mehr so schön ist. Und das umwickel ich mit Band. Ich schaue es mal gerade rüber. Die beiden umwickel ich halt mit Band und ja. Dann habe ich nochmal in so einem kleinen, super süßen, eigentlich eine Tasse, noch so eine Echeverie, ein Windlicht, Birkenzweige, Natur, so eine Drahthaube, ein Kranz, selbst gewickelt mit diesem Glühdraht. Ein Vögelchen oder ein anderes Deko-Accessoire könnt ihr nehmen. Und ein kleines Herz. Den Kranz lege ich mir noch so oben drauf. Dann kann die das ganz verspielt umwickeln. Das ist so eine kleine Ranghilfe dann für die Mühlenbeekje hier. Dann setze ich das dahin. Dann kommt noch mein Windlicht und ich hatte aber, ja, ich dachte jetzt, man könnte es jetzt auch mit einer Lichterkette machen oder ihr stellt eine Kerze rein. Die Lichterkette habe ich gedacht, weil die Pflanzen dann eventuell ranken und je nachdem, kleines Teelicht geht bestimmt, aber eine größere Kerze nicht, dass dann irgendwas verbrennt.
die Pflanze und die umzäune ich ein bisschen. Und dann mache ich mir jetzt so Zweige einfach hier oben drüber und stecke das vorsichtig in die Mühlenbeekpflanze. Ein bisschen biegen. Und dann hänge ich mir jetzt noch so kleine Herzen dran. Diese selbstgekrächten, das habe ich schon mal im Video gezeigt. Das kann man jetzt machen, muss man aber nicht. Jetzt müsste ich noch schnell eins machen. Kann es ja noch mal zeigen. Und jetzt setze ich noch den Vogel drauf. So, ich drehe es kurz rum. Dann sieht es von meiner Perspektive. So, das ist die zweite Variante. Und jetzt kommt noch ein drittes Modell mit dem kleinen Tablett. Da habe ich mir jetzt so vier Gefäße, gleiche Gefäße. Vier Teelichter. Das Gras ist sehr haltbar. Bei mir hält es halt schon ewig. Da ist kaum Erde drin. Das ist immer in demselben Gefäß und da passiert auch nichts. Das wächst auch nicht. Das ist echt crazy. Kriegt ab und zu ein Wasser. Also sehr pflegeleicht. Jetzt habe ich mir nochmal so eine Hauswurz. Das wird wohl im Innenbereich nicht gehen. Ich habe aber jetzt keine andere Sukkulente. Ansonsten auch so eine Echeverie oder so. Dann zweimal Teelicht, auch so ein Drahtgeflecht fand ich jetzt ganz süß. Und in das Drahtgeflecht habe ich mir jetzt noch so ein Herz gebastelt. Und um das Metall auch einfach immer noch mal aufzugreifen, einfach so ein bisschen drumherum geschlungen, diesen Draht. Ein Spitzenband und diese Rinde habe ich mir auch noch ein bisschen reingelegt. Und das war's schon. Von mir war es das jetzt auch schon. Ich werde auf Instagram halt auch immer wieder Sachen posten, gerade mit diesen Dingen, die ich habe, die Kronschale, dieses Tablett oder sonstige Dinge, wie das immer jahreszeitlich gestaltet werden kann. Da könnt ihr halt Bilder anschauen. Ja, das war's von mir. Über ein Abo und ein Like freue ich mich natürlich. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir sehen uns. Tschüss!